Hallo, liebe Deutschlernende! Heute kommt die nächste Staffel des Authentic German Learning Podcasts heraus. Du kannst dir jetzt Podcast-Episoden anhören über persönliche Entwicklung. Genau, in dieser Staffel, in der zweiten Staffel des Podcasts, geht es um Bücher über persönliche Entwicklung. Also wenn das ein Thema ist, das dich besonders interessiert, oder wenn du noch nicht so viel über dieses Thema weißt, dann höre rein, authenticgermanlearning.com/podcast-de. podcast-de oder authenticgermanlearning.com/listen. Dort findest du den Authentic German Learning Podcast und ich habe auch auf euer Feedback gehört und ich habe viele Dinge in der neuen Staffel verbessert und ich bin mir sicher, dass es dir gefallen wird. Ja? Die erste Staffel kannst du dir nun komplett anhören. Es geht in dieser Staffel darum, wie man effektiv Deutsch lernt. Und in der zweiten Staffel, die heute veröffentlicht wird, also die erste Episode der zweiten Staffel wird heute veröffentlicht. In dieser Staffel geht es um Bücher über persönliche Entwicklung. Ja, und ich habe auf euer Feedback gehört. Ich werde zum Beispiel ein bisschen schneller sprechen. Ich werde ein bisschen lebendiger sprechen. Ich werde mit mehr Energie sprechen. Und ich bin mir sicher, dir wird es mehr gefallen. Gerade wenn du B2-Level oder C1-Level bist. Ja. Ich habe in der ersten Staffel ein Skript geschrieben für jede Episode. Ja, ich habe sehr viel geschrieben und dann habe ich vorgelesen und deswegen habe ich vielleicht ein bisschen langsamer gesprochen und deswegen war vielleicht nicht so viel Energie dabei. Aber jetzt in der nächsten Staffel werde ich nur kurze Stichpunkte machen in den Show-Notizen und ich werde dadurch auch flüssiger sprechen. Deswegen bin ich mir sicher, dass dir die zweite Staffel noch mehr gefallen wird. Also viel Spaß dabei und auch vielen Dank an all die Leute, die den Podcast rezensiert haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das hat sehr geholfen. Und ich werde eure Namen nennen in der nächsten Staffel und werde mich persönlich nochmal bedanken durch einen Ausruf, ja, durch einen Shoutout, ja, indem ich mich bei euch bedanke im Podcast. Und wenn ich euch im Podcast nenne, dann schickt mir ruhig eine E-Mail und ich gebe euch einen kleinen Bonus dafür, dass ihr der Rezensent oder die Rezensentin der Episode seid. Okay, vielen Dank fürs Schauen und vielen Dank fürs Zuhören des Podcasts und wir sehen uns später. Viel Spaß!